Minecraft-Freunde, und da sind wir wieder in Pistenhaus Survival. Diesmal habe ich nur Rose dabei. Ja, ich hatte noch zwei andere Aufnahmen für heute und für Mittwoch. Aber das Problem ist, die habe ich versehentlich gelöscht, als ich meine Festplatten aufgeräumt habe. Ja, ich weiß, es gibt sowas wie Recuva, habe ich ja auch versucht, aber das konnte nicht mehr hergestellt werden, weil ich zu gründlich gelöscht habe. Toll. Also machen wir das neu. In den verloren gegangenen Aufnahmen haben wir das hier rausgebuddelt. Rose und ich. Jo, haben wir hier viel geleistet. Das soll eine Art Mob-Arena werden. Das heißt, das soll am Ende aussehen wie so eine Arena. Und hier muss noch einiges rausgebuddelt werden, aber das soll noch deutlich größer werden. Und es soll schick werden. Aus was bauen wir das denn eigentlich? Bitte? Aus was bauen wir das denn eigentlich? Aus Holz, Stein oder? Hauptsächlich dieses Material. Und dann hier Koppel. Und dann will ich Schwarzeiche als Fußboden zum größten Teil. Okay. Ja. Also wir haben hier einiges noch rauszuholen, weil das ist definitiv noch zu klein. Und Payne war so freundlich, mir zwei solche Spitzhacken zu machen. Da geht es ein bisschen besser voran. Aber, ist halt viel, was hier raus muss, ne? Viel Buddelei. Nee, ich habe mir da auch noch was ausgedacht. Das soll noch so ein Lichtsystem rein, dass man das einschalten kann, wenn hier keine Monster spawnen sollen. Habe ich mir überlegt. Allerdings nicht einfach Redstone-Lampen fertig. Ich meine, klar, teilweise auch Redstone-Lampen, aber nicht nur. Ich würde auch Glowstones verwenden und dann so ein Blockwechselsystem bauen. So, die Erde, die machen wir besser mit einer Schaufel dann gleich. Ich sollte mir auch mal eine Schaufel holen. Ich hole mir jetzt eine Schaufel. Jo. Muss ich die Erde immer mit der Hand abbauen? Ja, oder lässt die Erde stehen? Ich habe hier noch. Ja, gut, ich habe nur noch eine. Mach dir am besten Eisenschaufel, sonst sind die so schnell kaputt. Obwohl, die ist auch bald kaputt. Ah. Dann habe ich ja fast nichts mehr. Bringst du mir auch sowas mit? Ja, ich nehme gerne mit. Das ist prima. Dankeschön. So. Gut. Das dann habe ich. Das. Da oben will ich dann noch so ein paar Blöcke ranhauen, also als Zimmerdecke. Da weiß ich auch noch nicht, was ich als Raumdecke dann hintermache. Ach Mann, hat wieder gebackt. Oh. Hallo Zombie. Wegkisser. Es war einmal ein Zombie, der ist nicht mehr. Ne, irgendwie backt's. Wie irgendwie backt's? Ah, der Aufzug hat wieder gehangen. Ach so. Ja, im Singleplayer, wie gesagt, da funktioniert er einwandfrei. Da habe ich keine Probleme gehabt, absolut nicht. Keine Ahnung. Liegt wahrscheinlich am Server. Jo, kann sein. So. Das war hoffentlich dann jetzt die letzte Erde erstmal. Auf jeden Fall ein Haufen Zeug hier. Nee, ich baue noch was. Und Payne hat auch da vorne so ein Ding gebaut, wo man gleich die Steine schmelzen können, beziehungsweise brennen können. Ja. Da schmeißen wir einfach die Steine hier rein. Zack, zack, zack. Und dann wird das der Stein, den wir brauchen, dann hinterher. Ja, so eine Silk-Touch-Spitzhacke wäre auch nicht schlecht gewesen. Hätten wir sie gleich im richtigen Format gehabt, aber egal. Na, ich hatte mal eine Silk-Touch. Bevor ich im Livestream von Payne gestorben bin. Okay, wieso bist du da gestorben? Konntest du nicht aufpassen? Doch schon, ich war nur kurz AFK. Wir waren in einem Unterwassertempel. Ich habe mich eigentlich in Sicherheit gebracht, doch irgendwie hat dieser Guardian mich gefunden, war mich getötet. Immer diese Ausreden. Und bis ich wieder dort war,
ist das Zeug despawned. Ja, das ist dann oft so. Ja, der Payne hatte doch so viele Dings gemacht. Sag doch mal schnell. Schnelligkeitstränke. Warum hast du davon nicht eingenommen, dass du da schneller Ich hinkommst? hatte schon Wasserläufer 3. Das heißt, im Wasser war ich sowieso schon schnell. Okay, und hat trotzdem nichts gebracht. Bin Naja. gestorben, als ich AFK war. Gartenschaufel. Ah, prima. Ich fürchte, nur eine wird uns nicht reichen. Ach, ich kann mir noch eine holen. Wir sollten ja reichlich Eisen haben, dank der Eisenfarm von Payne, ne? Ja, das ist doch gut. Ja, das sind jetzt alles erstmal so Vorbereitungsarbeiten, liebe Zuschauer. Aber die müssen leider auch sein. Und wir haben ja versprochen, dass wir nichts offstream machen, dass ihr nichts verpassen werdet. Das heißt, ihr dürft euch auf ganz viele Folgen freuen, wo wir diesen Raum ausheben. So in etwa. Wir nehmen die Folgen ja meist immer nur 15 bis 20 Minuten auf. Und Payne und ich haben ja schon mal einen großen Raum ausgehoben und haben dafür 2 Stunden gebraucht. Werden auf jeden Fall viele Folgen. Jo, wir werden auch viel Material hier finden, würde ich behaupten. Das wir brauchen können. Okay, wie groß ist denn das insgesamt? Jetzt in die Richtung müssen wir auf jeden Fall auch noch breiter werden. Das steht fest. Machen wir das auf beiden Seiten gleich breit? Ja. Damit das im Verhältnis zum Eingang steht. Also so ein bisschen, dass der Eingang so ein bisschen zentriert davon ist. Möchte ich schon. Und ich höre die Zombies. Der eine knurrt, der Echt? andere schreit. Oh, hier ist wieder ein Silberfisch. Okay. Warum konnte ich den gerade nicht hauen? Egal. Eins, Futsch ist drei, futsch. Und wieder einer. vier, So. eins, zwei, drei. Was ist das vierte? Bin mal gespannt, wie viele hier noch kommen. Fünf, Ich glaube, ich habe gerade auch eine Spinne gehört. neun. Ja, ich höre euch auch. Aber unter uns oder Spider-Man. über uns ist eine Höhle. Okay, direkt über uns? Oder unter uns. Ich weiß, dass Okay. unter uns auf jeden Fall eine ist, weil da bin ich ja reingehüpft letztes Mal. Ja, da werden sie wahrscheinlich auch sein. Ha, genau Denke ich. abgezählt. Nice. Was genau abgezählt? Bin jetzt habe ich hier am Rand einen Gang hineingebaut. Jetzt sind es auf beiden Seiten dann gleich, wenn das alles bis zur der Wand abgedrängt ist. Okay. Ja, aber das reicht noch nicht. Wir müssen ja noch breiter werden. Und weiter rein auch. Auf jeden Fall. Mann, ich vermisse meine Efficiency 5 Pickaxe. Dann mach noch eine. Silberfisch. Schon wieder Noch eine? einer. Noch einer. Hast du die da gezüchtet oder so? Warte, hier kommt noch einer. Warte. Nö, ich glaube, das war's jetzt. Ach, wir werden sicher noch mehr finden. Payne und ich haben auch ganz viele gefunden. Naja. Solange sie nicht stärker sind als wir, ist mir das wurscht. Warte mal, das Eisen will ich auch daraus haben. Das ist ja noch mehr. Ich meine, wir haben zwar reichlich Gehen wir Eisen. dann noch in die Tiefe oder? Ja, auf jeden Fall. Das wird noch tiefer. Weil ich möchte das so ein bisschen stufig nach unten, aber kreisförmig. Das Kreisförmig heißt, können wir das warte mal. machen, wenn wir den Probenraum Ich setz mal. mal hier so ein bisschen an, ja? Das heißt, Jo. wir haben hier eine Zwei-Block-Mitte, ne? Hier. Das heißt, eins, zwei. Moment. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, Oh, da ist acht. Holz. So, dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Das geht auf jeden Fall da hinein. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3. Das muss auf jeden Fall noch breiter. 1, 2, 3. Jo. Prometheus, wir haben die Lieferrinne erwischt. Echt?
Das geht hier nämlich hinein. Komm mal her. bist denn du? Hier, hinter dir. Wenn wir die Okay. Wand jetzt hier oben weiter abtragen, kommen wir in die Lieferrinne rein. Warte mal, lass mich mal gucken. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das heißt, da darf man gar nicht so hoch. Warte mal, wie hoch ist denn das? Keine Ahnung, aber ich repariere das mal und dann komme ich wieder. Da müssen wir definitiv tiefer. Dann machen wir mal so weit wie die Spleef Arena ist, so bis an die Spleef Arena ran hier, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was so hier noch geht. Wenn nicht, müssen wir halt ein bisschen tiefer machen, das Ganze. Dann machen wir halt so einen längeren Flur auch noch dazwischen oder so. Keine Ahnung. So, hier ist die Spleef Arena definitiv nicht. Gut, haben wir das noch raus? Oh ja, komm hier, komm. Flutsch. Oh, Creeper. Ja, und wieder einer. Ich hab den Creeper gehört. Okay. Ist der jetzt gerade in den nächsten Stein geflutscht? Anscheinend. So. Ah, hast du wieder ein paar Silberfische gefunden? Ja. Aha. Zack. Siehste, mich kriegen die nicht. Aha. Ja, ich bin der Silberfischmeister. Hopp. Oder auch nicht, der ist abgehauen. Flutsch. Hast du gesehen? Ja. Der Silberfischmeister. Flutsch. Okay. Gut, hier können wir weiter. Müssen wir mal gucken, wie weit wir hier können. Wenn nicht, muss ich die Kreise halt kleiner ziehen. Das wär aber ein bisschen blöd. Weil ich möchte das nicht jetzt umsonst gemacht haben, alles hier. Oder wir ziehen den Weg etwas weiter hinein oder lassen uns noch weiter hinuntergehen davor, bevor wir den Kreis ziehen. Ja, würde ich sagen. Dann, Dann werden lassen wir hier eine größere Treppe nach unten gehen, sodass wir dann nicht mehr die Spleef Arena warte mal, erwischen. warte mal, warte mal. Ich mach mal so ein paar Half-Slabs, dann lassen wir es direkt da runter gehen. Moment. Nee, da nicht. Da, an die Workbench muss ich. So. Genau. Oder wir könnten die Treppe auch eine Art Bogen nach rechts machen lassen. Das möchte ich eigentlich nicht. Ach, also doch dann symmetrisch. Ja. Auf jeden Fall. So, warte mal. Machen wir mal. Jetzt mit dem mal dahin. Kann ich den nämlich weiter daran setzen? Genau. Dann, up. Und den. Und dann müssten wir ja weiter runterkommen. Und wenn wir das hier dann setzen wir dann auch eins runter. Dann hier. Die mal weg. Dann fange ich den Kreis weiter hinten an. Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich gucken. Setzen wir den dahin, dahin. So. Dann kommen wir hier schon ein bisschen weiter runter. Wie weit runter müssen wir denn da? Sehr Ich weiß weit. es nicht. Also hier müssten wir dann auf jeden Fall dann die noch durch Dings ersetzen. Ne? Das ist jetzt nur zum Könnte jetzt noch Abmessen. mal in die Spleef-Arena reingehen und dann mich unten durchbuddeln, damit ich anzeichnen kann, wo wir dann So. anfangen können zu bauen, ohne dass wir sie erwischen. So. Jetzt Soll ich warte das mal mal. machen? Wir müssten theoretisch. Warte, warte, warte. Ich mache jetzt einfach mal hier so eine Reihe rüber. Für unsere Höhe, die wir nehmen können. So, das heißt, gut, das müsste dann hier darüber. Nee, da, boah, so niedrig müssen wir kommen. Das ist echt hart. Gut. So, warte, ich buddel mich jetzt von unten Ey! durch. Irgendwo komme ich hier Sag doch sicher durch. mal! Hab dich! So. Hi, Zombies. Oh, hier sind aber viele Zombies. So. Ach, der hat schon die ganze Zeit auf mich geschossen. Ich habe schon ge mich gewundert, was so an mir vorbeizischt, als. Nein, Creeper. Aua. Mach nochmal, ich habe das nicht gesehen. So, das wäre die Höhe, die wir brauchen. Jo.
Das ist die Höhe, die wir brauchen. Dann gehen Ein wir kleines Baby da Arena. sozusagen vorbei. Bonnen, Mops. Nee, da gehen wir nicht vorbei. Wir müssen noch einen halben drunter. Aua. Ey, das ist aber. Warte mal. Weil sonst kommen wir ja doch an die Spleef Arena. Das möchte ich ja nicht. Ich buddel mich jetzt hier bei der Spleef Arena noch zwei hinunter und dann zu dir hinüber. Dann noch eins runter. Moment. Nee, halt so. Zack. Zack. Nein! Bleib mal So. stehen, damit ich weiß, wo ich hier hoch muss. So, dann machen wir. Genau, auf diese Höhe machen wir das. Weißt du nicht, auf Genau. welcher Höhe du gerade bist, aber ich zeichne, komme ja gerade So. unterirdisch. Du kommst unterirdisch, okay? Ja, da müsste jetzt irgendwo ein Loch sein. Da, wo mein Nametag ist. Ich sehe nur Steine. Und zurück. So. Hier. Ah. Jo. Hier unten, wenn wir hier unten anfangen würden zu bauen, würden wir die Spleef Arena nicht mehr erwischen. Okay, das heißt, wir müssen noch tiefer? Ja. Echt, Weil ist die. die Spleef Arena so tief? Ja. Warte mal. Du kannst Moment. gerne mal hier runterkommen und gucken. Ah, da, jo. Ich sehe es. Moment. Hier geht's doch wieder hoch. Hallöchen. Ah, da. Okay, aber ich glaube, so weit werden wir gar nicht kommen. So weit werden wir gar nicht kommen. Pass auf, ich lege mal den äußersten Kreis fest. Ja, dass wir sehen, wie Oh, weit wir weiße der kommen. Fisch. Ich baue das nochmal kurz ab hier. So. Also, der äußerste Kreis wäre dann. Moment, wir müssten Hab ich's hier. gemacht. So. 2, 3, 4, 5, 6. Ist das noch richtig hier? Warte mal. Hier ist die rechte Mitte. Hier die linke Mitte. Okay, das passt dann nicht. So, so würde das passen. Das heißt 3, 3. Dann haben wir hier 8. Jawohl. So. Moment. So, 1, 2, 3. Nein! Das hast du extra gemacht. Okay. 4 machen wir hier mal. 1, 2, 3. 1, 2. So, Moment. Machen wir hier noch ein bisschen weg. So, weiter, 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 weiter. Ich hoffe zumindest, dass wir es so weit nicht brauchen. So. So. Dann eins. Nee, da müssen wir nochmal zwei ransetzen. Sonst haut das mit dem Kreis nicht hin. Ah, das muss man alles hier weg. Ich hoffe, dass wir nicht allzu weit darüber müssen. Wäre ein bisschen blöd. So, eins. So, da müssen wir drei Einer rübersetzen, damit das vom Kreis her noch passt. Noch ein Einer. So. Noch. So, genau. Und jetzt ein Zweier darüber. So. Wow, es ist knapp. So. Da Eins, müssen wir mit zwei. der Wand aber mal dann ein bisschen hübsch tricksen. Ah, ja, da ist ja auch noch so ein Teil. Also müssen wir doch deutlich tiefer. Ja, also ich hab's schon angezeichnet. Muss das Loch wieder zugekramt. Nee, wir müssen deutlich tiefer. Hilft alles nichts. Also das hier nochmal weg. Den Kreis können wir erstmal noch vergessen. Dann machen wir tiefer. Auf jeden Fall. Ja, die Tiefe, die ich jetzt angezeichnet habe, dann würden sie wir sie nicht mehr erwischen. Gar nicht Okay, mehr. ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Das Hast du wäre einen dann die Fackel? oberste Kante sozusagen, oder was? Oder die unterste? Das wäre die oberste Kante dann. Ach, du Heiland. Warte mal, ich gehe jetzt hier schon mal nach unten. Dann brauchen wir oben die Zimmerdecke gar nicht weiter buddeln. Das wäre ja dann Blödsinn. Ja. Weil dann hätten wir bräuchten jetzt eigentlich nur noch unten buddeln.
So. Aber wenn der obere Kreis auch so groß wird wie der untere, dann müssten wir den oberen Kreis auch dort unten anfangen. Weil Warte sonst würden wir mal. die Spliefarena erwischen. Ich buddel jetzt da mal rüber, dass ich da sehe, wo ich da noch runter muss. War das da? Ah ja, hier war das. Gut. Das heißt, wir müssen noch weiter runter oder... Nee, das ist die Höhe. Okay. Das ist echt übel. Aber wir müssen theoretisch noch weiter runter. Wir müssen theoretisch noch weiter runter, weil wir müssen ja bedenken, dass die Arena ja auch noch eine gewisse Höhe hat. Warte, wir machen das mal anders. Wir haben hier die Arena. Und da wollen wir jetzt runter her. So. Wieso habt ihr eigentlich das Licht nicht abschaltbar gemacht? Keine Ahnung. So. Muss nur aufpassen, dass da drunter sind. Jetzt Da sind ist nämlich noch die. die Da ist die Arena. Hopper und der Schnee So. halt. Wir müssen ja auch noch bedenken, dass wir auch noch eine Zimmerdecke setzen wollen. Und ich habe nichts zu essen, doch vier Karotten habe ich noch. Erstmal schnell was essen. So. Karotten alle. Gut. Jetzt will ich hier mal gucken, nicht, dass wir doch noch irgendwas erwischen. Ah, hier sind die Trichter. Ja, eben. Ist da noch irgendwas, was da im Weg sein könnte? Warte, unten nicht, dass ich wüsste. Die Trichter sind das unterste. Aber halt, Sicher? ja. Das heißt, die oberste Decke könnten wir an diese Höhe der Trichter anbauen. Aber dann müssten wir trotzdem immer noch tiefer gehen. Ja, wir müssten dann ab hier tiefer gehen sozusagen. Das heißt, diese Treppe wird noch länger. Das machen wir dann aber nicht so. Nö. Wir Das sind machen wir bei knapp anders. 20, 18 Minuten. Aber das wäre... Also schon fast 20. Jo, okay, dann würde ich sagen, für diese Folge reicht es erstmal. Ihr habt gesehen, hier ist eine ganze Menge Planung noch nötig, weil ich die Spleef Arena nicht beachtet habe. Und Rose mir nicht rechtzeitig Bescheid gesagt hat, jawohl. Ich wusste nicht, dass wir sie erwischen. Alles Rose Schuld. Oh. Ja. Ihr habt sie dahin gebaut. Jawohl. Kann also nur eure Schuld sein. Ja, der Aufzug funktioniert. Okay. Ich sag bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.